kann mal kurz erzählen, was seit dem letzten Mal passiert ist. Wir haben ja beim letzten Mal den Brunnen gebaut. Und den habe ich seitdem ein bisschen benutzt. Also, ich bin vor ein paar Tagen hingegangen. Das hat deutlich länger, also ich habe deutlich länger damit verbracht, als ich eigentlich vorhatte. Aber was kann ich sagen? Angeln in Minecraft ist irgendwie schon mega entspannt. Und dann habe ich einfach 2,5 Stunden da geangelt, bin zwischendurch hingelaufen und habe Zuckerrohr und Weizen geerntet. Das heißt, da können wir gleich auch mal gucken, wie viel das ist. Aber es ist ein bisschen was zusammengekommen. Sogar 2 Notches, schätze ich. Doch, das wäre nur eine gewesen. Das wird praktisch, wenn es darum geht, eine Conduit zu bauen. Also spätestens dann, wenn wir in ein Ozeanmonument reingehen. Noch 2 Verzauberbücher. Hier, das ist jetzt nicht... Ich meine, Bane of Arthropods 4 könnte potenziell mal nützlich werden, falls wir eine Spinnenfarm bauen. Was möglicherweise sogar schon heute passieren könnte. Wir wissen, wo ein Minenschacht ist in der Mine. Und wir wissen, dass es halt im Mesa mindestens einen Spawner gibt, der an der Oberfläche wäre. Ich weiß noch nicht, welchen ich davon benutzen wollen würde. Weil, ehrlich gesagt, ich habe, glaube ich, nicht die nötigen Blöcke, um etwas im Mesa-Biom zu bauen, was auch optisch reinpasst. Na gut, das kann ich auch notfalls auch später ändern. Aber es wäre da deutlich einfacher, so eine Farm zu bauen. Das andere Buch ist Protection 3. Das ist vielleicht ganz nützlich zwischendurch. Ich habe einen Bogen bekommen mit Flame drauf, aber der ist ziemlich lediert. Weiß nicht. Wir haben auch, glaube ich, auch nicht wirklich Pfeile. Und 3 Angeln mit Unbreaking 3, Lure 3, Unbreaking 3 und vor allem 2 davon haben einfach Curse of Vanishing. Und die hat noch Luck of the Sea 2. Das Problem ist leider noch keine mit Mending. Aber Curse of Vanishing, das ist einfach so... Ist doch völlig egal. Es ist Hardcore. Und halt dann noch Fische und ein bisschen Leder. Leder ist gut, das sollten wir schon mal mitnehmen. Fische, wir können ja mal gerade gucken, ob wir ein paar von den Fischen verticken können. Sattel, Namensschild, das ist ganz nützlich. Ich habe auch seit dem letzten Stream noch 2 weitere Packs installiert. Und zwar einmal PBR für Standardtexturen. Also seht ihr, dass dieser Zaun hier zum Beispiel jetzt praktisch Tiefe hat. Oder zum Beispiel auch hier Eisenblöcke, Eisentüren reflektieren jetzt einfach. Ich finde es ein bisschen sehr heftig bei den Metallblöcken. Also ich finde, das ist ein bisschen too much eigentlich, aber okay. Du bist der Fischer, du hast, willst aber unbedingt aus irgendeinem Grund Kohle haben. Oder hier beim Fass sieht man es auch total gut. Aber es kommt auch irgendwie immer nur die gleichen Trails. Das kann doch jetzt nicht sein. Geht doch nicht. Hast du nachgeguckt? So eine Kacke. Erst ab Lehrling. Okay, dann müssen wir den doch irgendwie... Aber na gut, dann wissen wir wenigstens, wofür wir Dings Spinnenseide noch nutzen können später. Ich glaube, ich sehe es. Da ist er. Eureka, wir haben ihn gefunden. So, 4 und so nochmal 4. Hier kommt ein Glasblock drauf. Das war ein Pillager. Das war eiskalten Pillager. Nope. Nope, nope, nope. Ihr habt... Fuck. Geht weg. Geht einfach weg. Niemand möchte euch haben. Sie wissen, dass ich sie sehen kann. Komm, schießt auf euren Anführer. Okay, einer ist tot.
Okay, ich habe die Kontermechanik vom Schild noch nicht so ganz raus. Der hat auf jeden Fall einen enchanteten Crossbow. Das heißt, das Ding... Der muss sterben, der Typ. So, jetzt tötet deinen Anführer bitte. Okay, weil der enchanted war, konnte er, glaube ich, mein Schild durchschlagen. So, und hier. Und damit die dann hier nicht durchkommen, habe ich die zwei Stonecutter und die Stufe. Aber ich bin mir irgendwie gerade ziemlich sicher, dass ich das nicht richtig gemacht habe. So. Hallo? Damit erfüllt die Farm natürlich jetzt gerade keinen ihrer Zwecke. Ich vermute, es liegt daran, dass wir keinen Seelensand haben. Frage ist, versuchen wir in den Nether zu gehen? Und gerade, wir brauchen ja nur zwei, drei Stücke. Wir versuchen gerade noch irgendwie die zu holen. Das Ding ist, ich möchte das Portal schon gerne irgendwo platzieren, wo es halbwegs sicher ist, weil ich nicht möchte, dass irgendwas reinläuft. Aber andererseits müsste es das hier halt vorläufig tun. Aber da es halt noch bewegt wird, mache ich auch direkt erstmal ein billiges Portal. Dann sollte ich aber wohl auch gerade Cobblestone holen. Aber ich überlege gerade. Ich hatte ja ursprünglich vorgehabt, also ich wusste sowieso noch nicht, wie ich es hier handhaben möchte mit dem, was wir im Nether alles bauen. Aber dadurch, dass es jetzt keine Pikmin mehr gibt, ich meine, ich habe noch nicht die Spawn-Mechanik von den neuen Pikmins angeschaut, aber ich glaube, die brauchen ja schon ein Lichtlevel. Also die Pikmin sind ja vorher gespawnt, egal was war. Uff, das ist nicht gut. So, direkt erstmal Disaster avoided. Aber Nita Quarz sollte vielleicht bei der Gelegenheit gerade ein bisschen mitnehmen. Dieser Bereich hier sieht schon mal relativ gechillt aus. Aber dadurch, dass, dadurch, dass wir keine Pikmin mehr haben, ich weiß halt gerade noch nicht, ob die Piglins halt, ob die spawnen unabhängig vom Lichtlevel, ob man da dann auch die Half-Slabs braucht. Weil wenn man die nicht mehr braucht, ändert das auch wieder alles. Nice. Das ist das erste Mal, dass ich im 1.16 Nether bin. Deshalb kenne ich das Biom noch gar nicht. Hier musste natürlich an der einen Stelle rauskommen, wo nirgendwo Seelensand ist.
Was wäre, wenn man vom Portal aus in die andere Richtung graben würde? Shit. Das ist doch alles nicht gut. Vor allem frage ich mich gerade, wie soll ich denn so später eine Nether Fortress finden? Oh nein, oh nein, oh fuck. Uff. Ihr seid nicht feuerfest, soviel ich weiß. Und den habe ich jetzt durch das Portal geschickt. Oh nein. Das ist ein Piglin Beast, oder? Ist das Piglin Beast aggressiv? Ich meine, ich habe jetzt seinen Freund geschlagen. Kann mir nicht vorstellen, dass es das so gut findet. So, jetzt muss ich bereit sein zu laufen. Warum stimmt, die Zeit geht ja weiter. Aber er müsste jetzt eigentlich zum Zombie werden. Er kann nicht außerhalb vom Nether überleben. Super, das hast du jetzt vollgebracht. Moment, das war noch einer. Okay, du ignorierst mich. Vorerst zumindest. So, ich trage jetzt die Goldrüstung. Das heißt, eigentlich müsste ich ja dem Piglins jetzt egal sein. Nur die Hoglins sind ein Problem. Ich habe jetzt natürlich mein Netherrack nicht mitgenommen. Da ist noch ein Hoglin. Sogar zwei. Das ist kein Seelensand. Das ist Seelenboden oder die neue Seelenerde. Aber vielleicht. Oder? Hier ein Skelett. Wow! Komm ran. Soul Sand, doch, das ist er. Alles klar, Ziel erreicht. Ihr seid nicht aggressiv? Okay, gut. Sieben Seelensand, das wird's tun müssen. Ich glaube, die Schrittfolge wäre, wir decken uns mit Diamantgier ein, verzaubern das Zeug und suchen vielleicht nach einer Fortress, während wir andere Locations anbinden. Also werden wir zum Beispiel vielleicht ein Portal zum Spawn bringen und eins hierhin. Das ist gerade sinnvoller. Vielleicht finden wir die Fortress ja dabei. So, aber
Kommt jetzt das durch? Ja, hallo? Ist das jetzt ein Glitch oder? Ach nee, warte. Warte. Okay, das funktioniert. Silk Touch ist... Das Ding ist ja, komm, auf einer Spitzhacke möchte ich auch Silk Touch haben. Auf der anderen war Unbreaking... Okay, ja. Ja, das ist gut. Das ist zwar nicht das, was wir im Moment wollten, aber es ist erst einmal gut. So, das heißt, wir können zumindest schon mal die Diamanten aus der Mine rausholen. So, wir haben zumindest schon mal eine Mending-Spitzhacke. Wenn wir jetzt auch eine Fortune bekommen, wäre es gut, aber wir haben keine XP mehr. Und im Moment sehe ich nicht viele Möglichkeiten. Also, wir haben jetzt die Spinnenfarm. Bin mir nicht sicher, ob ich die außerhalb des Streams verwenden würde, weil ich finde, die ist nicht so sicher. Also hier ist die Gefahr eigentlich nicht vorhanden, dass ich beim Fischen irgendwie draufgehe, weil ich gehe immer schlafen und dann ist alles gut. Aber bei der Spinnenfarm muss ich längere Zeit auch rumstehen, damit da was los ist. Und deswegen weiß ich nicht. Deshalb bin ich, glaube ich, eher geneigt, doch mal eine Angel-Session zu machen irgendwann. In der Hoffnung, dass da halt zumindest entweder eine bessere Angel rauskommt oder vielleicht sogar ein Fortune 3 Buch. Ich glaube, ich laufe jetzt zur Dings, zur Spinnenfarm. Und dann muss ich da einfach rigoros Level farmen. Was ich aber bei der Gelegenheit gerade machen kann, ist, eine Uhr mitnehmen und die da aufhängen. So, ich hoffe... Also wenn ich hier drauf gehe, während ich hier XP farme, das wäre dezent peinlich.